Der Antrieb, immer Sport zu machen, der kommt einfach aus mir. Es macht mir wahnsinnig Freude, mich in der Natur zu bewegen, draußen zu bewegen. Und deshalb ist es auch keine Frage der Jahreszeit oder des Kalendermonats. Ich mache das einfach immer gerne. Es passiert mir auch schon mal, dass ich aus körperlichen Gründen nicht einsatzbereit bin. Fällt mir extrem schwer, aber noch schwerer als mir fällt es meiner Umwelt, weil ich dann unerträglich werde, nervös und unausgeglichen. Ich brauche die sportliche Betätigung, um einfach immer wieder für mich selbst zur Ruhe zu finden, mich auszupowern und auch meine Gedanken zu ordnen. Das kann ich am allerbesten beim Sport. Wenn ich erkannt werde, was im Behindertensport jetzt noch nicht so selbstverständlich ist, ist es für mich eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl und eine sehr schöne Bestätigung, dass der paralympische Sport auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass unsere Leistungen wertgeschätzt werden. Das ist mir eine Freude und ich glaube, mich anzusprechen macht auch Spaß, weil ich eigentlich auch gerne mal einen Witz oder eine lustige Antwort gebe. Ich glaube nicht, dass ich persönlich ein Phänomen bin, sondern dass es ganz viele sportverrückte Menschen auf der Welt gibt. Und ich bin einfach einer davon und möchte, das ist sicherlich schon ein bisschen Alleinstellung oder Besonderheit, dass ich auch gerne in verschiedenen Sportarten in der Topspitze ankomme. Aber das ist kein Grund, Sport zu machen, sondern nur ein Grund, sich zu quälen im Training.